So, ich zeige, wie man Diagramme aufnimmt und exportiert. Und das machen wir mit der App Vuefox, die laden und dann die Standort-GPS-App. Klicken hier auf Bewegung und um eine Messung zu starten auf Play und bekommen wunderschöne Diagramme, nämlich hier so Zeit, Entfernung, Zeit und Geschwindigkeit. Ich mache es mit dem Fahrrad. Ich befestige also mein Handy hier auf dem Fahrrad. Man kann auch joggen, laufen, spazieren gehen, irgendwas machen. Ich finde, beim Radl gibt es schöne Messdaten und die schauen dann so aus. Also ich starte jetzt gerade hier, welche Zeit und der Weg sind also ungefähr 100 Meter, keine große Aktion. Und damit ich diese Daten nicht verliere, gleich mal exportieren, weil die möchte ich nachher am Rechner anschauen. Auf die drei Punkte, dann die Daten exportieren und ich mache es mal mit Excel und okay und dann per E-Mail irgendwo hinschicken und bearbeiten. Und dann klicke ich nochmal, da kann man zoomen, jetzt auf diese einzelnen Diagramme und schaue die auf dem Handy auch an. Also das ist hier Zeit und die Entfernung, ungefähr 100 Meter in 20 Sekunden. In dem Teil wurde ich schneller, an dem Teil wurde ich langsamer und von hier bis hier habe ich mich ziemlich gleichmäßig bewegt. Und dann könnte man hier auch schon die Formel V ist Delta S durch Delta T, also Weg durch Zeit, mal ein bisschen ausprobieren. Also ein Dreieck zeichnen, dann habe ich hier eine Zeit, ja, Delta T, Delta S kriegt die Geschwindigkeit. Ich kann mir jetzt auch dieses Zeit-Geschwindigkeitsdiagramm anschauen. Da ist hier, ich war da gar nicht mit der Geschwindigkeit auf 0. Da habe ich einen typischen Messfehler, den ignoriere ich. Und der Beschleunigungsvorgang, den kann ich rauszoomen. Ja, so, wupp, und dann bin ich da. Und auch hier, da gilt ja die Formel A ist Delta V, nicht S da, nicht S, sondern V, so. Delta V durch Delta T. Und die Geschwindigkeitsdifferenz ist ungefähr eine, ja, so ein bisschen mehr wie 5, irgendwas Meter durch Sekunde. Und die Zeitdifferenz, ne, ungefähr 5 Sekunden. Also 5,5 durch 5, ne, ja, also meine Beschleunigung war irgendwo so bei 1 Meter durch Sekunde Quadrat. Kann ich jetzt hier so rauslesen. Gut, aber im nächsten möchte ich es jetzt auf dem Rechner anschauen, weil Daten auch Spaß machen können. Und das schaut dann, ich habe LibreOffice. Ich erkläre es für LibreOffice, wie das ausschaut. Ich denke, bei Excel ist es ähnlich. Zuerst sehe ich mal hier diese Fehler. Die stören und die schmeiße ich raus. Ich markiere die Zeilen und lösche die, auch wenn die Zahlen vielleicht nicht schlecht sind. Ich habe so viele Zahlen, die brauche ich nicht. Und dann markiere ich interessiere mich hier für Speed und Time. Und mit Steuerung gedrückt halten kann ich diese zwei markieren und dann geht es hier da so auf die da, auf diese Tabellen da, also wir schon ein schönes Ding machen und zwar dieses Diagramm. Ich will ein XY-Streudiagramm, Punkte oder Linien fertigstellen. Und dieses Diagramm schaut so aus, ohne die Fehler bei 0. Ich wurde erst schneller, dann habe ich geschaltet, dann ungefähr konstant und hier habe ich gebremst. Und hier könnte ich jetzt wieder dieses Dreieck auswerten, ja, Delta V durch Delta T, wäre meine Beschleunigung ein bisschen genauer. Ich möchte es aber jetzt den Rechner machen lassen, erkläre das Werkzeug Trendlinie. Da markiere ich jetzt nur den Teil, wo ich wirklich schneller geworden bin, bis 6,4 Meter durch Sekunde, also 22 Kilometer pro Stunde, schneller war ich nicht. Erhalte jetzt den Teil, ja, also hier so das schneller werden. Ja, es kann schon sein, am Anfang haben wir ein bisschen mehr reingetreten. Rechte Maustaste Trendlinie einfügen. Das ist ein schönes Werkzeug. Linear ist ja nicht irgendwie keine Parabel. Okay. Und dann bekomme ich eine Linie. Ja, die ist so ungefähr. Ja, es könnte schon sein, eine Linie ist natürlich grob, dass ich erst mehr Kraft hatte, weniger wurde, aber nehmen wir mal die Linie. Und dann wieder rechte Maustaste. Und die Trendlinie, da gibt es ein. Hier, den Trend. Trendliniengleichung, das will ich, ja, weil ich nicht bin zu faul, das selber auszuwerten. Und dann habe ich hier die Beschleunigung. Ungefähr die durchschnittliche Beschleunigung in den ersten Sekunden, da 1,05, also ein bisschen mehr wie 1 Meter durch Sekunde Quadrat, das ist mein A. Ungefähr 1,0, was haben wir denn da? 6, genau, Meter durch Sekunde gemittelt. Ja. Also ich glaube, 1 wäre besser, weil es ja grob ist. Und das gleiche kann ich auch für den Bremsvorgang machen. Ja, und dann habe ich hier minus 2,1. Das heißt, ich habe vom Betrag her doppelt so heftig gebremst wie beschleunigt. Und das sieht man, wenn man hier mit diesen Daten rumspielt. Hier ist die Distance, die macht auch noch Spaß.